Statt auf Papier oder Leinwand malen wir heute auf Glas- oder Acrylplatte und drücken ein Bild auf Papier aus der nassen Farbe. Dazu verteilen wir Farbe. Ich habe hier Linoldruckfarbe, du kannst auch Acrylfarbe nehmen. Ich habe mich für 3 verschiedene Farben entschieden, um auf der Platte zu mischen. Auch das kannst du dir selbst aussuchen. Dann müssen wir die Farbe gleichmäßig auf der Platte verteilen. Ich nehme dazu eine Rolle, du kannst aber auch einen Pinsel benutzen. Wichtig ist der gleichmäßige Farbauftrag. Jetzt nimmst du ein Blatt Papier, ganz normales A4-Papier, legst es auf die Farbe, drückst ganz vorsichtig an. Dann kannst du mit einem Bleistift oder dicken Buntstift, je nachdem wie dick seine Linien sein sollen bei der Zeichnung, anfangen auf dem Blatt zu malen. Ich habe mich für eine Blumenwiese entschieden. Wenn du mit deiner Zeichnung fertig bist, kannst du vorsichtig an einer Ecke das Blatt hochziehen. Und schon hast du ein Bild durchgedrückt.